Hallo Freunde der Sonne, da bin ich wieder. Und wie angekündigt, die GoPro ist da. Man sieht jetzt, glaube ich, optisch ein bisschen mehr. Man sieht meine Hände, man sieht, glaube ich, auch das Cockpit und alles. Wir werden mal schauen, wie sich das alles ergibt. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Direkt bekommen musste ich erst mal laden. Ich glaube, das hat jetzt 3 Stunden gedauert. Die sind wir noch nicht voll. Da muss ich auch noch schauen, ob ich mir da vielleicht irgendwas hole, Schnellladermäßiges. Aber ich bin eigentlich immer gut vorbereitet, weil ich ja, wenn ich die Videos schneide, beim Upcutten immer noch die Kamera dran lasse. Und deswegen lädt die auch immer noch nebenbei. Ja, wir sind jetzt unterwegs. Nicht viel, nur 3 Striche lang. dann ist der Sprit leer. Wir werden mal schauen. Ich habe jetzt nicht vor, weit zu fahren, viel zu fahren. Ich hätte jetzt auch tanken fahren können. Das Problem war einfach, dass der Sprit wieder so teuer war. Was heißt so teuer? Auf 1,17 hoch. Und wäre ich nur eine Stunde früher rausgekommen, hätte ich für 1,10 wieder tanken können. Das sehe ich nicht ein. Dann mache ich den Tank lieber morgen nochmal. Auf jeden Fall bin ich jetzt erstmal hart gespannt, wie die Kamera sich macht, wie die Qualität ist. Ich habe jetzt auch extra eine Woche gewartet, beziehungsweise ich habe jetzt eine halbe Woche gewartet, dass die GoPro da ist, bevor ich halt wieder Videos mache. Weil ich halt jetzt nicht unbedingt die alte Qualität noch mal verheizen wollte, hatte ich jetzt gar keine Lust zu. Wir fahren wieder dieselbe Strecke, so wie es aussieht, zumindest halbwegs, weil die Schranke von meiner Nase zugegangen ist und ich hasse Schranken, deswegen habe ich mir gesagt, nö, da stelle ich mich jetzt nicht hin. Ach so, ich habe mit der GoPro auch überlegt, ob ich da nicht vielleicht, es ist gerade sehr windig, holy shit, ob ich mir einschalten lasse, die Geschwindigkeit, weil das ja per GPS funktioniert. Hab dann aber gelesen, dass das wohl nicht so gut funktioniert. Und dann war mir das auch ein bisschen zu schade, jetzt den Akku zu verschwenden dafür, für GPS. Weil wenn der GPS das eh nicht immer gut erkennt, was ich mir nicht vorstellen kann, ja, mein Navi kann das. Und mein Navi hat nicht mal die Hälfte von der GoPro gekostet. Kann ich halt echt nur sagen, ich kann mir das nicht vorstellen. Vielleicht muss ich es mal ausprobieren, aber das würde ich dann gerne mit einem vollen Akku machen, weil der Akku, der war jetzt nicht voll. Der war runter. Den musste ich einfach komplett laden. Aber falls euch sowas interessiert, kann ja sein. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Dann kann ich sowas vielleicht mal ausprobieren. Dann könnt ihr es euch selber mal anschauen, was ihr davon haltet. Ob das gut ist oder nicht. Ansonsten habe ich am Überlegen, mich vielleicht nochmal hinzustellen und die Maschine nochmal zu zeigen, weil das Video, was ich ja eigentlich machen wollte, mit dem Quad-Porn oder nennet wie du willst, das konnte ich nicht machen, weil ich das Video zwar fertig habe und auch die Musik hinterlegt habe, aber die Musik nicht nutzen kann. Das ist mein Problem an der ganzen Sache. Ich habe da nicht die Möglichkeit, das zu nutzen, weil die Leute mit der Lizenz sich halt nicht melden. Und ich habe jetzt keinen Bock, Geld da irgendwie rein zu investieren, wenn die Seite vielleicht schon tot ist oder was weiß ich was. Deswegen lasse ich das mal ganz geschmeidig. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heikel. Da müssen wir nicht drauf riskieren, dass wir dann Geld in die Tonne kloppen. Nein, nein. Ja, nimmt sie denn noch auf? Sie nimmt noch auf. Ich hoffe, der Winkel ist okay so für die Aufnahmen. Was haben wir denn da? Hey, eine Ampel. Ich hasse Ampeln. Ich habe das schon mal gehabt mit dem Quad. Ich stand an der Ampel und die hat mich nicht als Fahrzeug erkannt. Wisst ihr, was das heißt? Die hat mich nicht als Fahrzeug erkannt und das hat dazu geführt, dass sie einfach für mich als Abbieger nie grün wurde. Die anderen auf der anderen Seite konnten abbiegen, fahren, machen, tun, wie sie wollten, aber ich konnte es halt einfach nicht. Ich konnte das halt nicht machen. Für mich war das nicht drin.
habe ich gemacht. Hinter mir war ein Rettungswagen. Der wollte auch gerne irgendwann mal weiter. Wir haben, glaube ich, 3 Ampelphasen haben wir da gestanden. Ich drehte mich um, schaute dem Mann ins Gesicht, in die Augen. Er sah meine Verzweiflung und sagte mir per Nicken, es ist okay. Es ist okay, Cliff. Ich wartete darauf, dass die Abbiegerphase von der anderen Seite wieder kam. Ich bekam ja eh kein Grün. Und dann fuhren wir beide. So. Aber, alter Falter, es ist unheimlich windig, ne? Ich rieche einen Gegenwind. Ich hoffe, der LKW schießt mich hier nicht gleich von der Straße. Nee, war überhaupt nicht. Interessant. Ja, auf jeden Fall bin ich halt hart gespannt, weil die Tour hier sieht richtig geil aus. Die Strecke gefällt mir, die Dörfer, Städte, Entschuldigung, falls es Städte sind, die Städte gefallen mir sehr gut. Und es macht Spaß, hier lang zu fahren. Für die Leute, die meinen Tacho jetzt sogar sehen können, falls das möglich ist, was ich vielleicht noch nie angesprochen habe, aber das Problem bei dem Tacho hier ist, ich weiß nicht warum, aber der ist irgendwie falsch eingestellt. Damit meine ich, wenn hier steht, ich fahre, was weiß ich, ich glaube ab 50 fängt es an. Also wenn da steht, ich fahre 60, 70, 80, dann fahre ich immer 10 weniger. Und ab 50 sind es immer 5 km/h. Also irgendwie haben sie die Reifen oder was weiß ich nicht richtig eingestellt. Ich habe sie ja auch ein bisschen runtergefahren. Kann natürlich sein, dass das auch jetzt nicht so begünstigt hat. Aber das war schon von Anfang an so. Aber dadurch, dass ich das halt weiß, ist mir das halt relativ egal. Ist mir das erste Mal aufgefallen, als mich Leute in Städten oder Dörfern überholt haben, innerorts. Und ich 50 gefahren bin und ich mir dachte, hä? Warum überholt er mich denn jetzt? Ja, ganz klar, weil ich 40 gefahren bin. Fand er nicht so toll. Und aufgefallen ist es mir dann irgendwann, als ich dann diese Schilder gesehen habe, wo dann steht, sie fahren so und so schnell, und dann kriegt man ja so ein Smiley, wenn du zu schnell fährst, einen roten Smiley und einen grünen, wenn du genau richtig fährst. Da war das ja dann so gewesen, dass ich jedes Mal immer angezeigt bekommen habe, auch wie schnell ich fahre, und ich mir dachte, hey, ich fahre doch 50, wieso steht denn da 40 oder 42, kann doch gar nicht sein. Naja, gut, nach dem 10. Schildchen oder so ist es mir klar gewesen, dass das nicht richtig eingestellt ist. Vielleicht liegt es auch gar nicht daran, dass die Reifen da eingetragen wurden richtig, sondern dass irgendwie das Ding nicht richtig zählt. Oh, der Hund. Hündchen macht sich gerade ein Zwischchen. Ich hoffe nicht wegen mir. Fahren wir mal ganz langsam, damit wir hier nicht einen armen Hund mitnehmen. So, haben wir dem Leutchen noch mal geholfen, zu zeigen, wo der Hund war. Ich glaube, ich wurde gerade nass geschwitzt. Aber egal, das ist Erfrischung. Was haben wir denn hier? Schon wieder langsam fahren, haben wir gesagt. Was stand denn da jetzt? Stand da jetzt 70 oder 50? Ich fahre 50, sogar unter 50. Solange auch kein Auto hinter mir kommt, ist mir da drin. Dann fahre ich auch weiter dieses langsame Tempo. Wir werden es nie erfahren. Da ist nämlich ein Schildchen, das mir nicht sagt, was jetzt Sache war. Alter, hat mich das gerade nach rechts geboxt. Oh, da ist mir aber auch gerade der Stift hier. Vor allen Dingen ohne, dass ich gelenkt habe.
als wenn es mich weggetragen hat. Wow. Also der Wind ist echt die Härte. Das ist wirklich hammerhart. Man sieht es an den Bäumen überhaupt nicht, dass da Wind ist, aber es ist echt die Härte. Ich frage mich ja, haben Motorradfahrer das gleiche Problem? Ich kann mich an meine Zeit erinnern, wo ich meinen Führerschein machen wollte, aber ich bin da nie so durch die Gegend gebolzt worden wie mit dem Ding hier. Meine Fresse. Ah, die Luft ist gut. Ist echt gut. Was rennt denn da? Ach, da rennt nicht, da fährt man. Voll niedlich. Bin ja gespannt, wie die Aufnahmen jetzt sind am Ende. Bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, die sind richtig gut geworden und kann mich da richtig hart dran erfreuen. Wenn ich mir das dann alles angucke und dann nochmal schneide. Aber ich muss echt laut sein. Ich muss echt laut sein mit der Maschine. Also, wie gesagt, wer die Kurven will, sei gewarnt. Mit Fackeln und Mistgabeln werden sie euch aus dem Dorf jagen, wenn ihr weiter Krach macht. Was haben wir denn hier? Die Maschine ist sehr laut. So, für die Arbeiter noch einen da gelassen. Schön. Ich hoffe, ich kann auch gut Fotos, also als Thumbnail nehmen von dem Quad, also von der Tour hier, weil ich nehme die ja eigentlich immer von der Kamera und die Kamera, die andere, die Apeman, die nimmt ja nicht ordentlich auf und dann habe ich natürlich immer ein bisschen schlechtere Qualität, was das angeht. Bin jetzt gespannt, ob ich jetzt eine ordentliche Qualität aus der GoPro rauskriege mit einem Foto. Ich kann natürlich leider jetzt nicht einfach ein Foto auslösen oder dem Ding sagen, hey, mach mal ein Foto. Aber mal gucken, ob wir gut Thumbnail kriegen. Ja, und da wir jetzt dem Ziel bald wieder näher kommen, möchte ich mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn es euch doch gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, dann seid ihr dabei, wenn mir was Neues kommt. Und dann bedanke ich mich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!